Ein großes Potenzial, was wir sehen, ist, dass die Modelle selbstlernend sind. Das heißt, per se können sie sich besser an wandelnde Marktgegebenheiten anpassen. Und ich glaube, diesen Strukturwandel, den haben wir dieses Jahr erlebt. Wir sehen ein äußerst volatiles Aktienjahr 2022 mit viel auf, mit viel ab, mit vielen Krisen und vielen Emotionen, um die sich Julian Jensen von der KI-Boutique Otos nicht kümmern muss, weil dort eben über die KI investiert wird. Hallo Julian, grüß dich. Hallo Tim, grüß dich. Ja, ein schwieriges, ein emotionales Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Ihr nutzt eben künstliche Intelligenz für eure Strategien. Ist das ein Vorteil im aktuellen Marktumfeld, eben diese Emotionen auszuschalten? Und wie hat sich da, sage ich mal, eure Strategie entwickelt? Also vielleicht eine Randbemerkung zum Thema Emotionen. Also vielleicht schlafen wir ruhiger, vielleicht ist das ein Vorteil. Aber kommen wir zu den harten Fakten, wenn wir uns anschauen, wie hat sich unser Flagship-Fonds, der ATAI US Balanced, entwickelt seit Jahresanfang. Dann konnten wir hier einen schönen Erfolg verzeichnen, year-to-date. Wir sind year-to-date mit 6 Basispunkten trotz den Marktverwerfungen leicht im Plus. Und das, obwohl es sich um einen klassischen Balanced-Fonds handelt, eine Strategie, in der das Modell zwischen 0 und 50% in amerikanische Aktien aus dem S&P 500-Universum investieren kann, den Rest in den kurzlaufenden Bonds parkt. Diese 6 Basispunkte plus sind auch ohne Währungseffekt. Das sind Kennzahlen, die vollständig Euro-hedged sind. Also dementsprechend sind wir sehr zufrieden mit der Performance der Strategie in diesem, wie von dir gekennzeichneten, sehr volatilen Marktumfeld. Woran hat das überwiegend gelegen? Weil ja doch viele Mischfonds und Multi-Asset-Strategien doch noch im Minus sind im laufenden Jahr. Ist das eher was, Verluste vermieden zu haben oder richtig eingestiegen zu sein? Woran lag es, dass ihr doch im positiven Bereich jetzt aktuell seid? Also vielleicht mal die Klammer etwas größer gefasst. Wo sehen wir denn überhaupt die Potenziale von KI und wo konnten wir, glaube ich, dieses Jahr zeigen, dass diese Potenziale bestehen? So ein großes Potenzial, was wir sehen, ist, dass die Modelle selbstlernend sind. Das heißt, per se können sie sich besser an wandelnde Marktgegebenheiten anpassen. Und ich glaube, diesen Strukturwandel, den haben wir dieses Jahr erlebt, ausgehend von den steigenden Zentralbankzinsen, ein Druck auf sämtliche klassische Assetklassen, sei es Aktien, sei es Anleihen, und dementsprechend eigentlich kein Raum, sich zu verstecken für klassische Mischfondskonzepte. Und wo setzen wir hier an? Die Modelle haben bei der Strategie 2 Stellschrauben zur Verfügung. Das eine ist die Aktienquotensteuerung, das andere ist die Aktienselektion. Mit der Aktienquotensteuerung waren wir eigentlich seit geraumer Zeit schon defensiv eingestellt, seit Sommer letzten Jahres am Reduzieren der Aktienquote, temporär diese im Sommer diesen Jahres auf 5% Aktien temporär unten gewesen. Jetzt am aktuellen Rand sind wir mit 8% Aktien investiert, also dementsprechend über die Aktienquotensteuerung sehr gut durch die Turbulenzen gekommen. Das einhergehend mit einer eher defensiven Sektorallokation. Wir sind stark übergewichtet in defensiven Sektoren wie Healthcare und Utilities, die sich robust verhalten haben in diesem Jahr. Und dieses Zusammenspiel aus Aktienquotensteuerung und Aktienselektion führt dazu, dass wir dieses Jahr leicht im Plus stehen mit der Strategie. Die aktuelle Aktienquote angesprochen, 8% nur. Jetzt sind die Märkte in den vergangenen Wochen ja doch eine durchaus Bärenmarkt-Rallye, die sie da anbieten. Verpasst ihr da nicht eine gewisse Performance aktuell mit so einer geringen Aktienquote? Also natürlich ist es so, wenn man jetzt rein isoliert die letzten 4 Wochen sehen, wo wir einen relativ starken Bounce hatten in den großen Aktienindizes, dass wir natürlich hier über die Aktienquote etwas wieder einbüßen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht im Jahresverlauf, sage ich mal, zum klassischen 30-70-Ansatz, dann sind wir jetzt von 11% Outperformance auf 9% Outperformance runtergegangen in diesen Bounce. Das ist jetzt nichts, was mich unruhig schlafen lässt. Vielmehr ist es so, dass wir in den makroökonomischen Faktoren, die wir dem Modell zur Verfügung stellen, immer noch eher dafür sprechen oder dem Modell die Signale geben, sich defensiv aufzustellen, was ist hier zu nennen. Die inversen Zinsstrukturkurven beispielsweise, die eigentlich immer noch signalisieren, dass wir uns in einem Umfeld befinden, was eher eine defensive Allokation rechtfertigt. Jetzt hast du auch angesprochen, ihr habt immer Stellschrauben, wo ihr dran drehen könnt. Das System ist aber auch selbst lernend. Was habt ihr weiter vor mit dem Modell? Gibt es irgendwelche konkreten Maßnahmen? Gibt es irgendwelche konkreten Stellschrauben, die ihr noch weiter auf dem Zettel habt, die ihr verbessern wollt?
Genau, also zunächst einmal versuchen wir natürlich sämtliche von unseren Bestandsstrategien weiter zu verbessern. Da gibt es zwei Hebel. Das eine ist die Datenbasis, auf denen die Modelle operieren. Das heißt, diese Datenbasis sinnvoll zu verbreitern. Wir schauen uns an, wie kann man aus ESG-Daten Informationen ziehen? Welche alternativen Daten können wir noch weiter anbieten? Zweite Ebene, die Modellarchitektur. Welche Weiterentwicklung können wir auf Ebene des Modells implementieren? Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch unser Leistungsangebot stetig erweitern. Also wir konzentrieren uns auf den Bereich Aktienselektion und die Aktienquotensteuerung. Und hier wollen wir beispielsweise in Zukunft auch weitere Universen erschließen für unsere Kunden. Insofern neue Investmentuniversen für die bestehenden Universen doch relativ defensiv aufgestellt, aber mit einer positiven Performance year to date, sagt Julian Jensen von der Berliner KI-Boutique OTOS. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank, Tim.